Okay, Leute. Also wir sind jetzt auf jeden Fall auf dem Weg zur Autolackiererei. Frag nach, ob mein Vorhaben so möglich ist. Diejenigen, die es noch nicht wussten, was ich genau vorhabe, ich fahre einen 135i E82, also BMW, einen 1er Coupé. Und das ist quasi ein Modell vom 1er M Coupé gewesen, hat aber schon den Facelift Motor, das heißt den N55, aber so kam der ja auch später in leicht veränderter Form im M2 originalen 1er M Coupé. Ich weiß nicht, da würde ich halt wieder nicht so die Kilometer drauf kloppen, den würde ich nicht so gerne irgendwie umbauen. Ich will mein Auto auf jeden Fall bewegen, deswegen habe ich mich dazu entschieden, meinen auf 1er M Coupé umzubauen. Ich meine, der Motor passt ja schon mal irgendwie, die Achsen nicht, vielleicht irgendwann zukunftsgerichtet wechsle ich die, aber muss nicht unbedingt. Betitelt es dann auch nicht als 1er M Coupé, sondern das ist mein 1er M Klon oder einfach noch mein 135. Ich würde alles selber machen, außer Lack und Karosse, da bin ich ganz ehrlich. Und jetzt müssen wir einfach gucken, was es so kostet. Das ist ja schön. So, gut, meine lieben Freunde. Ich war jetzt gerade bei der Autolackiererei. Boah, der Typ ist ja so mega sympathisch. Also, das ist schon geisteskrank. Er hat gesagt, wir können die Seitenwände machen. Er würde es aber nicht ganz empfehlen, weil die ganzen Schweißstellen eben korrosionsbedingt dann anfällig sind. Er hätte eher vorgeschlagen, quasi nur im Rathaus was zu machen, da du die Stellen immer von innen bearbeiten kannst. Guten Tag. Na, was geht ab, Socke? Du, ich wollte dich was fragen. Ja. Ich meine, bei deinem Umbau hast du auch das originale Seitenteil genommen, ne? Ja. Okay. Wenn du komplett lackieren lässt, dann kannst du ja deine Farbe eh komplett runterschmeißen und kannst einfach dein Auto komplett in einer neuen Farbe lackieren lassen. Genau, mach ich auch. Was würdest du denn für eine Farbe nehmen? Wo denkst du? Oh Gott. Ach du Scheiße. Was denkst du? Also wenn du jetzt bist, welche komplett crazy Farben vorstellen. Okay, also am ehesten in meinem Kopf, ich meine... Warte mal kurz. Isle of Man Green. Das ist mit die geilste Farbe, finde ich persönlich. Die ist wirklich Bombe. Grün ist dabei, aber an dritter Stelle. Weiter Stelle ist so ein tiefes Bordeaux-Rot. An erster Stelle ist dunkles Lila. Oh Gott, ich hab mir schon gedacht, dass es irgendwas ist. Ja. Ja, aber das kann auch ganz geil ausschauen. Das kann schon geil ausschauen, so ein dunkles Lila, gell? Ja, genau. What up, Leute? Also ich bin jetzt nochmal am Rechner, einfach um euch so ein bisschen was zu zeigen. Ich werde alles in Google Drive-Tabellen festhalten. Meiner 135 1er M alles aufgeschrieben zu den Kosten, Wartung, Kauf, Tuning, was ich bisher reingesteckt habe, pipaplup, alles festgehalten, aber nochmal festgehalten, was man alles für die Conversion wahrscheinlich braucht und was wir jetzt auch vorhaben. Nicht wahrscheinlich braucht, man braucht das alles. Aufgeteilt in hinten, vordere Teile, Batterieabgasanlage und optionale Teilliste. Und ich werde die auch noch erweitern, wenn ich merke, da fehlt was, wie viel das Ganze kostet. In Summe sind wir, glaube ich, gerade bei 9.600 €. Ja. Mal gucken, was am Ende dabei rauskommt. Aber hier könnt ihr auf jeden Fall alles nachgucken, falls ihr sehen wollt, was ich vorhab, was alles noch so auf uns zukommt und was ich organisieren muss und was es alles eigentlich beinhaltet, diese Konversation. Konversation, Conversion. Ja, moin, Digga. Du bist der perfekte Übersetzer. Sehen wir uns beim nächsten Video, wenn wir die Seitenteile abholen. Ja! Den Heckkofferraum. Ach, du heilige Scheiße. Und darunter guckt euch das Gefährt an, mit dem wir angekommen sind. Vielen, vielen lieben Dank an den Baumshop. Scoot.